Es ist 7 Uhr. Ja, du hast ja auch dein Gespräch heute um 11. Mein Gespräch ist am Montag und ich bewerbe mich als Projektleiter an der Uni, nicht als Muizin. Israeli als Muizin wäre mal was Neues. Wie sehen denn eigentlich deine Chancen aus? Wenn ich vorher keinen Herzinfarkt bekomme, habe ich den Job. Nur einen Mitbewerber. Allahu Akbar. Mann! Das ist nur meine Mama. Hallo Mama, nein, ich komme nicht zur Verleihung. Wirklich? Das tut mir so leid. Mit Sarah, ja, ich frag sie. Ja, ich dich auch, Mama. Tschüss. Was ist los? Mein Opa ist gestorben. Herzinfarkt. Vor ein paar Tagen kam noch ein Brief von ihm, da ging es ihm gut. Die Beerdigung ist morgen Nachmittag. Morgen schon? Meine Mutter will, dass du mitkommst. Sie will dich endlich persönlich kennenlernen. Ja, ich sehe auch. Aber was mache ich denn dann mit dem Laden? Und mit diesem Saustall hier? Das ist doch egal. Komm, wir fahren für 2 Tage nach Tel Aviv. Bitte komm mit. Ja, natürlich komme ich mit. Ja. Guten Tag, junge Dame. Oh, hallo. Würden Sie bitte mit mir kommen? Mhm. Oh, Entschuldigung. Einen hübschen Pullover haben Sie da. Ach so, ja, danke. Erinnert mich an den Song Lady in Red. Mhm. Kennst du? Ja, klar. Mein Name ist Ellie. Hallo, Ellie. Hallo. Ich muss Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer eigenen Sicherheit stellen. Okay. Durfte ich zunächst mal Ihr Ticket und Ihren Pass haben? Ja. Eine Sekunde. So. Bitte schön. Danke. Sarah Abdullah. Genau. Was ist der Grund Ihrer Reise? Wir gehen auf eine Beerdigung. Wer ist wir? Mein Freund und ich. Und wer wird beerdigt? Mein Großvater. Nein, sein Großvater. Was nun? Mein Großvater. Dein Großvater, Entschuldigung. Was nun? Sein Großvater. Bitte konzentrieren Sie sich. Was ist der Name Ihres Freundes? Benjamin Goldfein. Da steht er. Israeli? Ja. Und wann haben Sie sich kennengelernt? Ungefähr vor einem Dreivierteljahr.
Es war vor der Münchner Synagoge. Wir bestaunten beide das Gebäude und ich kam von links und er von rechts und dann macht es Bumm und wir stießen zusammen und ich hatte eine Beule und er ein blaues Auge. Was macht Ihr Freund in Deutschland? Er schreibt an seiner Doktorarbeit. Er ist Botaniker. Und Sie? Ich habe einen Teeladen. Also ich importiere Tee. Es ist nichts Besonderes. Woher kommt Ihr Name? Mein Vater stammt aus Ägypten. So, seit wann leben Sie in Deutschland? Ich bin hier geboren. Meine Mutter ist Deutsche. Ich bin eine waschechte Münchnerin. Was macht Ihr arabischer Vater beruflich? Er ist zuständig für die Sicherheit in einem Atomkraftwerk. Machen Sie keine Witze, Frau Abdullah. Das hier ist eine sehr ernste Angelegenheit. Aber es ist wahr. Er hat denselben Job wie Homer Simpson. Homer Simpson. Woher aus Ägypten kommt Ihr Vater genau? Ich weiß es nicht genau. Er stammt aus irgendeinem Dorf. Bitte denken Sie nach. Mann, hören Sie mal, ich war zweimal in meinem Leben in Ägypten. Ich kann nicht mal Arabisch sprechen. Ich habe kaum Kontakt. Frau Abdullah, wenn Sie nicht kooperieren wollen, kann ich Sie auch von oben bis unten durchsuchen lassen. Hallo. Gibt es irgendwelche Probleme mit meiner Verlobten? Verlobte? Nein. Ich habe keine Probleme mit Frau Abdullah. Aber Sie kriegen gleichmächtig Ärger, wenn Sie nicht sofort die Sperrzone verlassen. Entschuldigen Sie. Geht Sie mal ein bisschen freundlicher? Treten Sie bitte zurück. Ich bin Israeli. Treten Sie bitte zurück, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. War nur mein Wecker im Koffer. Boarding ist endlich completed. Bleibt eigentlich der berühmte jüdische Humor. Verrate Ihnen ein Staatsgeheimnis. Es hat nie einen gegeben. Und du hast Hunger und nimmst den Wecker mit nach Israel. Ich mag ihn halt. Du hättest mich aber auch ruhig vorwarnen können, dass man so ins Kreuzverhör genommen wird, wenn man zu euch ins Land will. Mir ist sowas noch nie passiert. Witzbold. So, hättest du nicht den Mädchennamen deiner Mutter annehmen können? Feucht? What? So hieß sie. Wenn die hier alle so drauf sind, wie wird denn dann dein Vater auf mich reagieren? Wir sagen ihm einfach, wie es ist. Mein Vater ist zwar Nationalist, aber kein Rassist. Außerdem kann es auch egal sein, was er denkt. Ja, hallo. Ich wollte fragen, ob die 8-Uhr-Maschine aus München schon gelandet ist. Verspätung? Warum denn? Ah, verstehe. Okay, danke. Auf Wiederhören. Was haben Sie gesagt? 50 Minuten Verspätung wegen eines Alarms im Security-Bereich. Das waren sicher diese gottverdammten Araber. Ich würde Ihnen sofort verbieten zu fliegen. Mein Vater hätte Benny so gerne noch mal gesehen. Jetzt fang nicht wieder damit an. Es war schließlich Benny, der nicht hier leben wollte. Er war es, der Israel den Rücken gekehrt hat. Hör auf! Unser Silbermannzweig ist fast ausgestorben. Alle weg. Ja. Du hast wenigstens noch deine Mutter hier und außerdem hast du noch Edna. Edna? Wahnsinnig beruhigend. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Sekunde, das haben wir gleich.
Edna, Shalom. Oh, welch ein Verlust, so ein Unglück, ein großartiger Mensch, ja. Ein Gerechter. Komm rein, ist gut, komm erst mal rein. Gottes Wege sind unergründlich, er nimmt und er gibt. Komm rein, gesegnet sei sein Name in alle Ewigkeit. Lass uns erst mal reingehen, was? Lass uns reingehen! Hast du ein neues Hörgerät? Ah, und es funktioniert gut. Ja, und wie, das merkt man. Na, jetzt nimm deinen Koffer und geh endlich ins Haus, ja? Los, kümmere dich. Ja, ist ja gut. Wo ist Benny? Der kommt mit seiner Freundin. Sie haben Verspätung wegen eines Terroralarms. Schon wieder? Ja. Wie furchtbar. Ist sie eigentlich Jüdin? Aber natürlich. Sie haben sich sogar in einer Synagoge kennengelernt. Ach, Gott sei Dank schon. Schlimm genug, dass der Arme dort leben muss. In diesem furchtbaren Land. Komm mit, Edna. Ich werde dir dein Zimmer zeigen. Was? Ich sagte, komm mit, Edna. Komm mit, ich werde dir dein Zimmer zeigen. Ja, danke. Ich komme. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ihr Koffer ist noch in München. Tut mir leid. Es gab dort eine Terrorwarnung. Wir benachrichtigen Sie, wenn er hier ist. Eine Terrorwarnung? Ja, ein paar Araber wollten sich in die Luft sprengen. Danke. Mann, Benni, so kann ich nicht zur Beerdigung gehen. Wir fahren einfach später in die Stadt und kaufen dir was Schwarzes. Und was Schönes. Was Schönes Schwarzes. Okay. Sie sind da! Lass dich anschauen. Du bist das genaue Ebenbild deines Großvaters, als er jung war. Mama, es tut mir so leid. Er musste wenigstens nicht leiden. Es ging ganz schnell. Das ist Sarah. Wie schön, dich endlich kennenzulernen, Sarah. Es freut mich auch so sehr. Nur schade, dass es so ein trauriger Anlass ist. Mein allerherzlichstes Beileid. Vielen Dank. Weißt du, dass Sarah für seinen Großvater der allerschönste Name gewesen ist? Shalom, Shalom, Shalom. Und? Wo hast du dein Gepäck gelassen? Ja, das ist leider noch in München. Ich habe gehört, es gab Probleme mit Arabern im Security-Bereich. Das habe ich auch gehört, ja? Ja. Gut. Kommt rein. Willkommen. Penny, wenn ihr nun schon einmal da seid. Mama, jetzt hör endlich wegen dieser Medaillenverleihung auf. Ich bin hier, weil ich um Großvater trauere. Was soll eigentlich diese Fort Knox-Nummer da draußen? Dein Vater hat Angst und will uns beschützen. Habt ihr denn viele Einbrüche in der Gegend? Nein, das kann man nicht gerade sagen. Einbrüche sind nicht das Problem, aber die Grenze ist nur 3 Kilometer entfernt. Und da warten die Araber auf uns. Da lauert Benny, die Gefahr. Wir sind Benny, mein Bubele. Du bist endlich wieder zu Hause. Komm her zu deiner Tante, mein süßer kleiner Benny. Mein allerliebster. Oh, du bist so dünn. Geben dir die Deutschen etwa nicht genug zu essen, oder doch. Was? Oh, du kleiner Süßer, ich bin verrückt nach dir. Oma. Oh, schön. Bist du immer noch so in seine Pflanzen vernarrt? Ich glaube, in mich ist er vernarrt. Oh, gut. Wir waren ja schon ein bisschen in Sorge. Dass Benny keiner abkriegt. Männer, die Blumen lieben, sind selten die gleichen, die auch Frauen lieben. Eine alte Militärweisheit, die meistens stimmt. Sarah, das ist meine Oma. Oma, das ist Sarah. Es freut mich so sehr. Meine Oma spricht nicht mehr, seit 15 Jahren. Sarah. Das ist meine Tante Edna. Dein Name ist wunderschön. Abrahams Frau, die Mutter unseres Volkes. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Sie ist doch ganz nett. Ganz meinerseits. Du kennst doch ganz sicher die Geschichte, wie Sarah ihren Namen bekommen hat. Genug Bibelunterricht jetzt. Kommt, ich will euch euer Zimmer zeigen. Na, komm schon.
Du Arme, hast ja gar nichts zum Anziehen für die Beerdigung. Aber keine Sorge, ich werde was Schönes für dich. Wir wollten eigentlich noch zum Shoppen in die Stadt fahren. Shoppen? Gerade angekommen, da wollt ihr schon wieder weg. Dafür ist leider keine Zeit. Die Trauergäste werden gleich kommen. Und dann wollen wir raus zum Friedhof fahren. Ist okay? Ja, klar. Sie sehen ein bisschen aus wie eine Vogelscheuche. Eine sehr süße Vogelscheuche. Wie eine arabische Vogelscheuche. Sag mal, wenn wir deiner Familie sagen, wie ich heiße... Warte, da wollte ich noch mal kurz mit dir drüber reden. Doch, lieber Feucht. Weißt du, das mit deinem Namen ist kein großes Problem. Es ist einfach nur gerade ein bisschen ungünstig. Wann sollen sie es denn mitkriegen, hm? Auf der Hochzeitseinladung? Namen sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir beide wissen, dass wir zusammengehören. Ich könnte auch konvertieren. Wenn ihr, das war ein Scherz. Guck mal, wir lieben uns und alles andere ist egal. Okay. Hm. Ist das jetzt meine Schuld oder was? Ja, natürlich, wessen sonst? Aber ich wollte es auch streiten. Kinder, übernehmt euch jetzt. Lass in Ruhe. Oh, Sekunde, ich muss. Kinder, geht irgendwo spielen. Mal dieses blöde Flugzeug. Rafi, mein Junge. Schön, dich zu sehen. Shalom, meine Süße. Hallo, Shalom. Mein Beileid. Er war ein besonderer Mensch. Das war er. Und ein guter Kämpfer, so wie du. Rafi, was ist das? Du musst wirklich dringend zum Friseur. Oder hast du vor, dich an der Front als Dornbusch zu tarnen? Ja, du hast recht. Sieht doch schlimm aus. Hey. Remy, Süßer, mein herzliches Beileid. Bist du extra wegen Opa gekommen? Ja, stell dir vor, nur seinetwegen. Wow, alle Achtung. Das ist Rafi, mein Cousin. Angenehm. Ganz meinerseits. Und seine Frau Moran. Hallo, schickes Kleid. Ist das Retro-Style oder was ist das? Ah, du magst alte Sachen. Okay. Mann, wir haben so lange nichts von dir gehört. Beim letzten Mal war ich noch gar kein Leutnant. Ich gratuliere. Ja? Ich weiß, es beeindruckt dich nicht wirklich. Nein, tut es nicht. Soll ich dir mal was sagen? Ich verteidige dieses Land, damit du solche Sätze weiterhin frei sagen kannst. Komm. Shalom. Hallo, schön, dich zu sehen. Seine Seele möge im Paradies ruhen. Ja, wo auch immer. Du bist immer noch der alte Skeptiker. Vorsicht, die Zweifler liebt Gott besonders. Willkommen zurück im Heiligen Land. Danke, nur für 2 Tage. Und du bist tatsächlich Rabbi geworden, ja? Ja. Und jetzt liebe ich Gott, den Herrn, von ganzer Seele und von ganzem Herzen. Das ist meine Freundin, Sarah. Hi. Hallo. Deine Freundin? Du musst diese wunderschöne Frau heiraten, bevor sie dir jemand wegschnappt. Ja, wir bleiben zusammen, da kannst du dich drauf verlassen. So Gott will. Wo ist eigentlich deine Mutter? Entschuldigt. Ist irgendwas mit dir und Ari? War es auf einmal so komisch? Ja, ihr kann es halt einfach nicht lassen. Was denn? Ach so, weil er mich angelächelt hat? Oh, Benny, du bist doch nicht eifersüchtig ich auf ihn. Nicht eifersüchtig. Der hat einfach alles flachgelegt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Aber Benny, du bist doch der Einzige, der mich... Benny? Edna. Wo haben wir denn unsere Kippa? Oh. Wenn du deine Tante nicht hättest. Und, Sarah, was machst du eigentlich beruflich? Ich habe einen eigenen Teeladen. Ach, Tee. Und hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du deinen Beruf mit den Kindern vereinbarst? Kinder? Ich glaube, das hat noch Zeit. Ja, aber man darf auch nicht zu lange warten. Das jüdische Volk muss sich schließlich vermehren. Sarah, bist du mit der Kleidung zufrieden? Ja, bestens, danke. Du schwindelst sehr nett. Okay. Der Bus ist da, wir können aufbrechen. Benny, wollt ihr mit uns fahren? Du, ich glaube, wir fahren mit dem Bus. Dann lernt sie auch mal die Verwandtschaft kennen. Okay, wir fahren jetzt los. Ich bin so,
Amen. Habt ihr das gesehen? Um Himmels Willen! Das darf doch nicht wahr sein! Um Himmels Willen! Wie furchtbar! Wenn du Jüdin bist, bin ich Marilyn Monroe. Was? Natürlich bin ich keine Jüdin. Wieso hast du uns angelogen? Du hast mir doch gesagt, ihr habt euch in der Synagoge kennengelernt. Mann, vor der Synagoge, nicht in der Synagoge. Vor der Synagoge. Eine Jüdin bei juwarischer Prägung, das hast du gesagt. Das waren deine Worte. Du hörst immer nur das, was du hören willst. Ich ahne Schlimmes, wenn da mal der Opa kein Nazi war. Was? Mein Opa war im Widerstand. Ja, natürlich war er das. Nach dem Krieg waren auf einmal alle im Widerstand. Widerstand? Was für ein Widerstand? Das ewige Gerede vom Widerstand. Ganz Deutschland war so braun wie mein Stuhlgang. Ephraim, würdest du bitte mit diesen Ausdrücken aufhören? Ist doch wahr. Ach. Wenn die Amis nicht gewesen wären, würde es das Dritte Reich heute noch geben. Wenigstens bist du keine Araberin. Raketen! Was für ein Scheißspiel. Oh mein Gott, wird das niemals aufhören? Bei dem Raketenangriff gestern wurde eine öffentliche Toilette getroffen. Nicht mal in Ruhe scheißen kann man in diesem beschissenen Land. Ephraim, hör auf! Endlich auf! Psst. Ruhe bewahren, bloß nicht hysterisch werden. Deine Mutter weint nicht deswegen. Die Araber haben dein Opa auf dem Gewissen. An dem Tag, als er starb, explodierte eine Rakete. Der Infarkt wurde durch den Schock ausgelöst. Die Araber haben ihn getötet. Sag mal, wo ist denn Oma? Die hört gar nichts. Weder den Alarm noch die Raketen. Du machst mir große Sorgen. Hm? Wieso? Du liebst Sarah wirklich sehr, oder? Ja, über alles. Ja, wie schön. Das sieht man auch, wenn man euch beide so ansieht. Aber ihr habt leider keine Zukunft miteinander. Spinnst du, wieso das denn? Na, weil sie Deutsche ist. Sie wäre die Mutter deiner Kinder. Eine Schicksal. Gott bewahre, deine Kinder wären dann keine Juden. Einige meiner besten Freunde sind keine Juden. Freunde sind Freunde, aber eine Ehefrau ist etwas ganz anderes.
Weißt du, ich bin sicher, sie ist sehr nett. Das ist nichts Persönliches. Vielleicht werdet ihr gute Freunde. Sie ist der Mittelpunkt meines Lebens. Das kannst du deinen Kindern nicht antun, Benny. Denk doch mal nach. Sie wären keine Juden, um Gottes Willen. Hier in Israel. Ich weiß nicht, ob ich jemals hier wieder leben will. In Deutschland ist es nämlich überhaupt kein Problem, dass ich Jude bin und Sarah nicht. Das kannst du doch deiner Familie nicht antun. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir Sorgen machst. Aber meine Eltern werden den Schock überwinden und Sarah so akzeptieren, wie sie ist. Und jetzt lass mich in Ruhe mit deinen reinrassigen Theorien. Danke. Mann. Nimm bitte die Packung da und verteil sie auf die Schälchen hier. Vielen Dank, dass du mir hilfst. Das ist wirklich sehr nett von dir. Das mache ich gerne. Sarah, was vorhin passiert ist, tut mir wahnsinnig leid. Du musst das verstehen. Wir Juden sind, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr eigensinniges Volk. Das ist schon gut, Hannah. Ich meine, ihr habt es wirklich nicht leicht hier. Diese tägliche Bedrohung muss schrecklich sein. Wie haltet ihr das denn überhaupt aus? Wir halten es nicht aus. Wir hoffen seit so vielen Jahren auf Frieden, aber leider ist mit diesen Arabern kein Frieden möglich. Sie wollen uns vernichten. Und jetzt haben sie auch meinen Vater auf dem Gewissen. Es tut mir leid. Was ist? Fühlst du dich nicht wohl? Ich gehe ganz, ganz kurz raus. Sarah. Es tut mir leid, ich bin gleich wieder da. Endlich ist sie weg. Edna, ich möchte so etwas nicht hören. Ach, sie hat hier nichts zu suchen. Jetzt reicht es aber. Sie hat sich bekreuzigt, hat uns angelogen. Und ihr Opa war doch ein Nazi. Du hast doch gehört, dass er im Widerstand war. Sie hat uns mit keinem Wort angelogen. Es war nur ein Missverständnis. Und jetzt vergessen wir die ganze Sache. Sarah ist ein liebes, wahnsinnig nettes Mädchen. Ja, wahnsinnig nett. Du wirst noch sehen. Schon bald ist Schluss mit nett sein. Ach, ich will nichts mehr davon hören. Okay. Aha. Ja, wirklich. Ja. Wieder, danke. Vielleicht machst du dir einen Tee. Mach ich. Sarah! Ich wollte auch noch wegen vorhin Entschuldigung sagen. Das ist schon okay. Gegen euch Deutsche habe ich nichts. Ihr versteht eine Menge von Kriegsführung. Ein Volk mit ausgezeichneter militärischer Intelligenz. Militärische Intelligenz ist ein Widerspruch an sich. Und wer sagt das? Die Marx Brothers. Marx hatte einen Bruder? Aber was versteht eine Bande jüdischer Kommunisten schon vom Krieg? Egal. Komm mit. Ich würde dir sehr gern was zeigen. Alles klar. Gibt es eigentlich irgendwas zu erben, von dem ich nichts weiß? Naja, vielleicht die Liebe deines Vaters. Hat er dich schon adoptiert? Ach komm, Benny, siehst du nicht, wie sehr dein Vater dich vermisst? Er vermisst dich so sehr, dass er mich als Ersatz genommen hat. Das ist alles. Vermissen? Für ihn bin ich doch ein Vaterlandsverräter und eine Blumenschwuchtel. Du musst auch seine Sicht verstehen. Wenn alle von hier weggehen, was wird dann aus dem Land? Ja, was passiert denn jetzt gerade in Israel? Ist doch verrückt. Wie paranoid ist denn dein Leben?
Was hat's dir überhaupt gebracht, hier zu bleiben? Zerplatzte Träume, zwei gestörte Kinder, verschwenderische Frau. Was ist mit euch? Wollt ihr Kinder? Ja, zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Doch die Sorgen bin ich los. Hm? Ruhe an der Front. Beschneidung 2.0. Autsch. Aber scht, Moran weiß davon nichts. Wirklich? Absolut nichts. Komm. Komm, Sarah, komm. Hier. Den habe ich mit meinen eigenen Händen während des ersten Golfkrieges gebaut, als Saddam Hussein seine Raketen auf uns geschossen hat. Vor kurzem habe ich ihn modernisiert. Allein. Keiner hat mir dabei geholfen. Und weißt du, was das Tollste ist? Hier sind wir absolut sicher. Die Tür lässt sich im Notfall hermetisch verschließen. Eher geht die Welt unter, als dass hier ein Araber zur Tür hereinkommt. Tatsächlich. Mhm. Hier, meine neueste Errungenschaft. Du weißt ja, der Iran will uns von der Landkarte tilgen. Aber wir Juden haben keine Angst. Und ich am allerwenigsten. Ich bin vollkommen angstfrei. So habe ich schon gegen die Ägypter gekämpft im Yom Kippur-Krieg. Und denen habt ihr es dann richtig gezeigt, oder? Aber hallo! Wir waren von Feinden eingeschlossen und hatten schwere Verluste erlitten. Aber wir kämpften tapfer, als plötzlich eine Granate neben mir hochging. Eine Kopfverletzung, das wusste ich sofort. Mein Gesicht war voller Blut. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ping! Wir haben gekämpft wie die Löwen. Und gesiegt. Und dann gibt Begin, diese Knalltüte, Ägypten einfach den Sinai zurück. Nach all dem, was wir durchgemacht haben, gibt dieser Idiot den Sinai einfach wieder zurück. Ihr könntet ja nochmal einmarschieren. Das ist gar keine schlechte Idee. Sogar eine sehr gute. Du bist ein kluges Mädchen, Sarah. Ich habe immer versucht, Benny beizubringen, dass gewisse Dinge es wert sind, dafür zu kämpfen. Und manchmal sind sie es sogar wert, dafür zu sterben. Und war es das wert? Ich weiß nur eine Sache. Wir Juden sind keine Unmenschen. Aber wir sind ringsum umgeben von welchen. Tja, manchmal sind sie näher, als man denkt, ne? Sarah, ich möchte dich um etwas bitten. Dass du diese Gasmaske aufsetzt. Die richtige Handhabung ist gar nicht so leicht. Man muss es üben, denn wenn es erst ernst wird, ist es dafür zu spät. Also probier mal. Ungern. Doch, doch, Sarah, komm, versuch es. Es ist gar nicht so schwer. Du musst nur zwei Finger hier durchstecken. Siehst du, zwei Finger. Zwei Finger hier durchstecken, zwei Finger. Okay, ja, so geht es auch. Beim ersten Mal ist es noch etwas ungewohnt. Ich helfe dir ein bisschen. Und jetzt bewegst du die Hände nach hinten und... Ja, ganz genau. Ah, das war doch ganz leicht. Sie passt wie angegossen. Fantastisch. Ja, das ist normal. Am Anfang ist sie etwas schwindelig. Der Anfang ist etwas... Nein. Lass sie auf, lass sie auf. Gewöhn dich dran. Nur am Anfang ist es etwas... Ist okay. Keine Panik. Ist okay. Nein, lass... Du versuch nicht, sie abzusetzen, sonst kommt das Gas nicht ein. Ganz ruhig. Gleich gewöhnst du dich dran. Es ist nur am Anfang etwas komisch. Was machst du denn da? Oh je, der Luftdruck ist zu. Der fällt aber zu. Tja, das wird sie lernen müssen. Mann, ey. Wie geht's? Blendend. Läuft nicht so optimal, ne? Das kann man so sagen. Wir dürfen uns von dem ganzen Wahnsinn nicht anstecken lassen. Ich befürchte, dafür ist es zu spät. Benni, lass mal. Es war echt alles ein bisschen viel heute. Die Beerdigung, dein hypermilitanter Vater, der... Ich sehr mag. Der mir sehr deutlich gezeigt hat, was er mit Arabern machen würde, wenn sie bei ihm im Keller stehen. Ja, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass sie nicht erfahren, dass du... Dass ich was? Weißt du, ich habe mir überlegt, wir kommen hier nächstes Jahr nochmal her. Und dann gehen wir essen und dann... Benni, ich habe einen arabischen Nachnamen, nicht Ebola. Oh, Scheiße. Was ist... Der Koffer kommt morgen früh an und auf dem Namensschild steht Abdullah. Fange ich ihn ab? Mann, Benni.
liebe dich. Ich liebe dich auch. Was habt ihr denn alle mit dieser Sarah? Die soll dahin gehen, wo sie herkommt. Dieses Land braucht Juden. Die Araber vermehren sich wie die Karnickel. Aber Benny muss ja mit dieser frechen Schicksal hier auftauchen. Und alle fressen ihr aus der Hand. Aber die werden wir los. Ich weiß noch nicht wie, aber die werden wir los. Wieso gehst du nicht etwas mehr auf Benny zu? Wir haben doch nur den einen Sohn. Und jetzt ist er endlich hier, um dich zu besuchen. Um mich zu besuchen? Erst wegen der Beerdigung seines Opas hier. Über meinen großen Tag macht er sich keine Gedanken. Es ist eben manchmal notwendig, dass der Klügere auf den anderen zugeht. Wer, ich? Wer hat denn seine Familie und sein Land verlassen und denkt nur an seine blöden Pflanzen? Den ersten Schritt kann ruhig er machen. Vergiss das alles. Wir werden nämlich Großeltern. Was? Sarah ist schwanger. Ist nicht dein Ernst? Doch, ich habe ihren Schwangerschaftstest im Bad gefunden. Aber jetzt musst du mir versprechen, dass du ein bisschen netter zu ihm bist. Ich werde ein guter Großvater sein, aber streng. Ach, ist das schön. Es ist mir eine besondere Ehre, heute die Medaille für hervorragende Dienste für meinen lebenslangen Einsatz gegen den Terrorismus an unseren Grenzen zu bekommen. Führst du Selbstgespräche? Ich übe nur meine Rede. Was soll das? Wer ist denn das so früh am Morgen? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Shalom, Gepäckservice vom Flughafen. Zeitverschiebung vergessen. Ja? Hallo, ich bringe Ihren Koffer. Sie arbeiten für den Flughafen? Ja, der Gepäckservice wurde ausgesourced. Ausgesourced? Ja, das Gepäck ist nicht unser Koffer. Sind Sie sicher? Ja. Ist das hier Ashalom 14? Ja. Und der Name ist Abdullah? Abdullah. Haben Sie auch die Koffernamen ausgesourcet? Ich meine, sehen wir beide aus wie Abdullahs, ha? Huh? Ja. Ja, was? Abflug, danke. Wiedersehen. Yalla, yalla! Dem hast du es ja richtig gegeben, Junge. Und ich dachte, du wärst so ein Araberfreund. Aber Benny, wir beide haben so viel mehr gemeinsam, als du denkst. Ausgesourced. Yalla, yalla. Seitdem du hier bist, wirst du immer mehr zum Schoßhündchen deiner Familie. Ich hab es für dich getan. Für mich. Du solltest dich langsam mal fragen, ob du wirklich so sehr zu mir stehst, wie du glaubst. Ja, guten Morgen, Abdullah, mein Name. Es geht um meinen Koffer. Ja, genau, es war gerade ein Bote bei mir und ich konnte den aber nicht annehmen. Ja, von Abdullah. Sarah Abdullah, genau. Abdullah. Ach. Okay, im Gepäckdepot am Flughafen. Dann holen wir ihn morgen Abdullah direkt dort ab. Ich bin ja eh zurück. Ich würde sagen, dass Deutsch noch deine bessere Seite ist. Auf Wiederhören. Ja. Jetzt hab ich dich. Tschüss. Abdullah. Mit größtmöglicher Härte vorgehen, das ist meine Art. Ja, ganz genau. Du hast vollkommen recht. Anders geht es gar nicht. Benny! Hey! Sarah, hallo, Oma. Guten Morgen. Toll! Morgen.
Na, Rafi. Kinder. Wie hast du geschlafen? Macht ihr nicht noch was essen? Gut, danke. Na? Setzt euch, lasst es euch schmecken. Ihr könnt ja nicht so rumtun. Kinder, nicht so wild. Ach, lass sie doch, sind doch Kinder. Möchtest du Tee? Kinder, spielt draußen. Ihr müsst unbedingt die Orangenmarmelade probieren, ist selbst gemacht. Ja, das ist gut. Nicht wahr? Morgen zusammen. Morgen. Morgen. Morgen, Edna. Morgen. Jetzt sind alle da. Ups. Ja, gib mir noch ein Stück. Benni, deine Tante, die stinkt. Sie darf sich nicht waschen wegen der Trauer. Guten Appetit. Sarah? Das ist genug, danke. Du musst tüchtig essen. Du hast bestimmt Hunger für zwei. Ach so, eigentlich esse ich morgens gar nicht so viel. Ich bin der Meinung, das solltest du dringend ändern. Sag mal, Sarahle, wo genau kommst du eigentlich her? Mhm. Aus München, das weißt du doch. Ja, 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 aber wenn man dich mal so genauer ansieht, bist du ein ziemlich exotischer Typ. Nicht gerade typisch arisch. Ich weiß gar nicht, wie du mit Nachnamen heißt. Verrätst du ihn uns? Hör auf, danke, das reicht, ich werde zu fett. Mein Nachname? Mhm. Ja, ich heiße Feucht. Ich dachte, ich habe dich gerade am Telefon einen anderen Namen sagen hören und der war Sarah Abdullah. Oi! Gott! Ich glaube, du brauchst wirklich ein neues Gerät. Ich höre dich gerade nicht. Abdullah, also wirklich. Und dieses Ding, irgendwas stimmt da nicht. Sarah, es tut mir so furchtbar leid. Also ich weiß wirklich nicht, was heute in sie gefahren ist. Sie soll sich endlich ein neues Hörgerät kaufen. Wie kommt sie nur auf so was? Gut, beruhige dich. Na, Frau Abdullah. Also. Abdullah! Abdullah! Ach, zum Glück. Guck mal. Hier. Ich weiß genau, was du gerade denkst. Der Beweis. Wir sollten nachdenken, was jetzt zu tun ist. Sie heißt wirklich Abdullah. Jetzt gib ihn zurück. Mutti, Mutti, gib ihn zurück. Gib ihn her. Das ist der einzige Beweis, dass ihr Name wirklich Abdullah ist. Gib ihn her. Was soll denn das, Mutti? Ach, oh weh. Ich kannte mal einen Abdullah. Tja, das war eigentlich ein ganz lieber Kerl. Mit Abdullah für uns behalten. Ja, dazu gehört zum Beispiel, dass man sich laut herumposaunt. Wenn du die Zeitverschiebung nicht verpennt hättest, dann hätte ich doch gar nicht meinen Namen laut herumposaunen müssen. Ach so? Dann ist vielleicht auch meine Schuld, dass du meinen Eltern ins Gesicht gelogen hast. Jetzt bin ich auch noch die Lügnerin, ja? Weißt du was, Benni? Es reicht mir. Diese ganze Sache hier, die geht mir mächtig auf die Nerven. Deine Tante, diese Stinktier. Diese vier Leute, diese scheußlichen Klamotten und du mit deinem kratzigen Bart. Wo willst du denn hin? Ich muss hier raus. Dann geh doch. Was ist? Mein Pass ist weg. Vieh weg. Bist du taub? Mein Pass ist weg. Kann doch nicht weg sein. Okay. Ich weiß genau, dass ich meinen Pass am Flughafen in meine Handtasche getan habe. Lass uns cool bleiben und
Einfach noch mal in der Tasche suchen. Die hat ihn nicht. Wo weißt du denn das? Komm her. Ja, sie wäre auch sonst längst bei deinen Eltern damit. Oder sie wartet auf den richtigen Augenblick. Ich meine, wo soll er sonst sein? Deutsche Botschaft, Tel Aviv. Ich habe meinen Pass verloren und ich brauche dringend einen vorläufigen. Da können wir jetzt gar nichts mehr machen. Jetzt kommt ja gleich der Schabbat. Ja, gut, aber was ist denn dann mit meinem Flug? Na, da kommen wir uns am Montag wieder. Na, aber... Auf Wiederhören. Okay, gut. Alles klar, danke. Auf Wiederhören. Und? Wir sitzen hier bis Montag fest. Erst dann können wir die Botschaft einen vorläufigen ausstellen. Ich habe doch am Montagmorgen meinen Termin an der Uni. Und dann ruf halt deinen Professor an, der wird schon Verständnis haben. Mailbox. Ja, hallo, hier ist Benny. Hier ist Benjamin Goldfein. Ich rufe an wegen unserem Termin am Montag. Es ist so, dass ich den Termin nicht wahrnehmen kann aufgrund von familiären Problemen. Vorgehen. Ich mache heute gefielten Fisch zur Feier eures letzten Abends hier bei uns. So wie es aussieht, bleiben wir bis Montag. Sarah hat ihren Pass verbummelt. Da muss der liebe Gott seine Hand im Spiel haben. Ja, er ist in mein Zimmer gekommen und hat ihn aus dem Fenster geworfen. Ich verpasse echt einen wichtigen Termin in München. Benny, wer weiß, wofür es gut ist. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ephraim! Was denn? Sarah und Benny bleiben doch noch einen Tag länger. Ach nein. Ist das wahr? Was für eine Überraschung. Dann könnt ihr ja mit zur Verleihung. Benny, morgen früh hole ich meine Uniform ab. Begleite mich doch. Ja, eigentlich wollte ich Sarah die Stadt zeigen und ihr ein paar Klamotten kaufen. Ach, wie schade. Das wäre doch für euch mal eine Gelegenheit, was zusammen zu unternehmen. So eine Vater- und Sohn-Unternehmung. Das ist vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Sarah. In Deutschland hast du Benny doch wieder komplett für dich alleine. Shalom, Arik. Hallo. Hallo. Entschuldige, Rabbi Arik. Alles gut. Wie kann ich dir helfen, Hanna? Also, es geht um Benny. Nein, eigentlich betrifft es eher Sarah. Okay. Sie interessiert sich sehr für das Judentum. Ist doch schön. Daher dachte ich, du wärst der Richtige, um ihre Neugier zu befriedigen und ihr unsere Religion noch schmackhafter zu machen. Ihr seid fast gleichaltrig und du bist so belesen. Ja, das mache ich doch gern. Kannst du mir sagen, wie man eigentlich vorgeht bei einer Konvertierung? Konvertierung? Ist das nicht ein bisschen zu früh? Sarah und Benny kriegen ein Kind. Ah. Aber sie weiß nicht, dass ich es weiß. Deswegen muss es unter uns bleiben. Ja, na klar, natürlich.
Vielleicht könntest du mit ihr in das Judentum und seinen Zauber eindringen. Eindringen? Ja. Am besten komme ich morgen früh mal vorbei. Dann lernen Sarah und ich uns besser kennen und dann können wir ja weitersehen. Fantastisch. Noch was. Du solltest sie lieber nicht auf ihren Nachnamen ansprechen. Ich glaube, es war ihr ein bisschen peinlich, als sie uns verraten hat. Weshalb denn? Ihr Name lautet Feucht. Feucht? Feucht. Okay. Okay, mach's gut. Mach's gut. Stopp. Sie verlassen israelisches Hoheitsgebiet und betreten eindeutig feindliches Terrain. Mein Vater überlebte als einziger seine Familie, weil er rechtzeitig nach Palästina ausgewandert ist. Der Staat Israel war so etwas wie seine Papa, warte mal kurz, ich muss mal kurz rangehen. Benjamin Goldfein, hallo? Hallo, Herr Professor Pape. Ja, und zwar, weil ich in Israel festhänge. Ja, mein Großvater ist leider gestorben. Danke. Ja, dann hat meine Freundin hat ihren Pass verloren. Das ist alles wahnsinnig kompliziert und ich hänge hier fest. Montagabend bin ich zurück. Ja, aber das kann doch kein Problem sein. Ich meine, ich würde... Am Dienstag könnten wir... Ja, aber... Warten, aber... Jetzt sagen Sie... Hallo? Der hat einfach aufgelegt. Was ist los? So ein Arschloch. Wer? Na, ich hatte ein Vorstellungsgespräch an der Uni. Und jetzt... Jetzt bin ich rausgeflogen. Na ja, versuch die Sache positiv zu sehen. Jetzt kannst du zu meiner Verleihung kommen. Oh je, und was jetzt? Was wollt ihr jetzt machen? Ihr habt nur ein Einkommen. München ist teuer, gerade für eine kleine Familie. Tja, wie soll es weitergehen? Benny, ich hab da gerade so eine Idee. Weißt du... Ein alter Armeekamerad von mir ist jetzt Dekan an der Uni. Und der hat mir erzählt, dass sie dabei sind, einen Alpengarten zu planen. Im Botanischen Garten der Universität von Tel Aviv. Ein Alpengarten im Nahen Osten. Ja, warum denn nicht? Es gibt doch Palmenhäuser in Deutschland. Jetzt sag mir eins. Wer wäre besser dafür geeignet? Wer wäre besser für diesen Job geeignet als ein Botaniker aus München? Tja. Na? Ja, ist schon möglich. Aber... Keine Sorge, lass mich nur machen. Ich mach das schon. Ich spreche nachher mit Uri. So heißt er, Uri. Wenn mein Sohn irgendetwas braucht, dann kümmere ich mich sofort darum. Hm? Guten Morgen. Hat Hannah dich auf mich angesetzt? Ich glaube, dass sich Hannah sehr freuen würde, wenn wir uns besser kennenlernen würden. Und wenn ich nicht über Religion sprechen möchte? Wir müssen nicht über Religion sprechen. Wir können einfach über das Leben sprechen. Zum Beispiel, wie man sich selbst sieht oder wie man leben möchte. Wie willst du denn leben? Mit Respekt. Respekt vor sich selbst, aber auch vor anderen. Manchmal reicht ja schon ein falscher Name und man hat ein Problem. Wie meinst du das? Weißt du denn, hat Benny mit dir gesprochen? Nein. Mit jemand anderem, der dich sehr mag. Ich finde nicht, dass du dich dafür schämen musst. Du bist der Erste, der mir hier sowas sagt.
Brauchst du nicht noch ein Kleid für die Verleihung? Ja. Dann lass uns eins kaufen gehen. Ich glaube, Hannah wäre nicht so begeistert davon. Es ist ja noch Shiva. Du gehst ja mit mir. Also ist es von ganz oben abgesegnet. Mhm. Du warst noch nie in Tel Aviv, oder? Na los, komm. Machen wir einen Stadtbummel. Okay, gut. Warum nicht? Außerdem, wer kann schon von sich behaupten, dass er mit einem Rabbi shoppen macht? Also, ich werde ihn gleich mal anrufen. Dann werden wir ja sehen, was er dazu sagt. Sa? Sarah? Mama, hast du Sarah gesehen? Sie ist mit Arik in die Stadt gefahren. Mit Arik? Findest du nicht, dass es gut für sie ist, mehr über das Judentum zu erfahren? Vielleicht wollt ihr ja doch irgendwann mal hier leben. Na ja, klar. Danke. Nein, sie funktioniert leider nicht. Haben Sie vielleicht Bargeld? Nein, habe ich nicht, aber vielleicht probieren Sie es noch mal? Gerne. Nein, Frau Abdullah, sie geht nicht. Tut mir leid. Der nimmt nur jüdische, keine arabischen Karten. Entschuldigung? Es gibt immer nur Probleme mit Leuten wie dir. Leute wie ich. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Araber versucht, jemanden zu betrügen. Ach ja? Ach ja. Verschwinde von hier. Das ist es nicht wert. Komm. Ich bezahle gleich. Und sowas nennt sich ein Rabbi. Scharmuta! Was hat sie gesagt? Gar nichts. Komm, wir gehen. Nein, ich will wissen, was sie gesagt hat. Scharmuta. Sie hat dich nur blöde Kuh genannt. Das glaube ich dir nicht. Was hat sie wirklich gesagt? Gut, aber versprich mir nicht auszurasten. Aha, versprochen. Gut, sie hat gesagt, arabische Hure. Ist egal, lass sie doch. Oh, dumme Kuh. Was fällt dir eigentlich ein? Mich hey, so hey, hey, Sarah, hör auf! Nein, lass mich! Lass mich! Für was hältst du dich eigentlich? Hör, für was? Hey! Hau ab, na los, verpiss dich! Und du auch. Ich dachte, dein Nachname ist Feucht. Ich dachte, du bist Deutsche. Ja, das dachte ich auch. Feucht war nur eine Notlüge. Ich heiße Abdullah. Ich habe eine deutsche Mutter und einen arabischen Vater. Oh, eine herbe Mischung, nicht wahr? Ja. Was ist eigentlich los mit den Leuten in diesem Land? Es gibt radikale Siedler, aber die stehen ja nicht für uns alle. Ja, aber es ist ja nicht nur sie. Bennys Vater entpuppt sich als Rassist. Hannah setzt dich auf mich an zwecks Blitzkonvertierung und Tante Edna, diese Ratte, versucht mich mit Benny auseinanderzubringen, weil sie nur eine Jüdin für ihn akzeptiert. Und Benny? Ich erkenne ihn überhaupt nicht mehr wieder. Mann, zu Hause war ich einfach nur Sarah und jetzt bin ich plötzlich eine deutsche Nicht-Jüdin mit arabischen Wurzeln und ich fühle mich wie Staatsfan Nummer 1. Ist vielleicht ein Zeichen. Vielleicht hat Gott dich ja hierher geschickt, damit du deine Wurzeln kennenlernst. Du weißt ja, die Wege des Herrn. Alles gut. Thank you.
Na, wie war die Shoppingtour? Ausgerechnet mit ihm. Was hast du denn gegen ihn? Er ist der Einzige aus der Mischpoke, der hier wirklich nett ist zu mir. Ja, weil er dich flachlegen will. Er hat dich angemacht, oder? Nein, hat er nicht. Sagen Sie alle. Aber er weiß jetzt, wie ich heiße. Was? Ja. Es gibt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Bin ich eifersüchtig? Gut. Sag mal, bist du dir sicher, dass er richtig übersetzt hat? Ich meine, vielleicht wollte er dich auch nur fertig machen, damit er dich danach wieder trösten kann, damit du dann in seine Arme sinkst. Ja, er hat mich getröstet. Und wir waren zusammen shoppen, damit ich aus diesen schrecklichen Klamotten rauskomme. Du hattest keine Zeit, weil du mit deinem Vater seine Uniform holen musstest. Weißt du, dass mein Vater das erste Mal seit Jahren mal wieder was richtig Liebes zu mir gesagt hat? Oh, was denn, Benny? Oh, Junge, du musst kein Gewehr halten. Du bist doch Biologe. Mach doch Biowaffen. Sowas? Lass uns reingehen, bevor das hier eskaliert. Bevor das hier eskaliert? Wie soll das denn hier noch mehr eskalieren? Sie haben den Pass gefunden. Ach, Sarah, wie hübsch du aussiehst. Steht dir wirklich gut. In Israel gibt's tolle Geschäfte, oder? Hier findest du bestimmt auch einen hervorragenden Markt für deine Beruhigungstees. Feuchttee, Import, Export. Das klingt doch fantastisch, oder? Naja, du musst dir auf jeden Fall was überlegen, weil ihr ja vielleicht schon bald hierher zurückkommen werdet, wenn Benny seinen Alpengarten hier anlegt. Alpengarten? Ich habe vorhin einen Anruf bekommen von meinem Professor. Aufgepfiffen, dann bekommen Sie dich eben nicht. Ja. Hier bei uns liegt dir die gesamte botanische Welt zu Füßen. Uri sagt, er würde dich sofort nehmen. Wer bitte schön ist Uri? Ich bin aus meinem Projekt geflogen. Weil du deinen Pass verloren hast, bin ich nicht rechtzeitig in Deutschland. Wenn es dir so wichtig gewesen wäre, dann hättest du doch auch einfach alleine zurückfliegen können. Benny, wenn der Ruf der Heimat ertönt. Oder planst du schon deine Rückkehr nach Israel? So ein Quatsch. Tut mir leid, vielleicht hätte ich lieber nicht vorgreifen sollen. Vielleicht Mann, Papa, kannst du einmal die Schnauze halten? Weißt du, ich glaube, er hat recht. Wir sollten uns da lieber raushalten, Ephraim, ja? Gut, wir lassen uns... Ja, na klar, wir halten uns raus. Wir müssen sowieso los. Bald. Wollen wir? Was ist mit Edna? Kommt sie mit? Eigentlich will sie nicht wegen der Shiva, aber ja, sie kommt. Man kann es auch übertreiben mit Gottes Gesetzen. Ich bin sicher, Spielberg würde auch während einer Shiva zur Oscar-Verleihung gehen. Ephraim, komm jetzt. Ja, ist gut, ich komme. Sarah, so, jetzt haben wir es. Hier steht es schwarz auf weiß. Salam aleikum, Sarah Abdullah. Hör bitte endlich auf mit diesem Quatsch. Was soll denn das überhaupt? Edna, du gibst mir sofort meinen Pass zurück. Oh, oh, und alle dachten, ich denke mir das aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin schockiert. Ich bin Benny. Benny? Würdest du bitte erklären, was hier vor sich geht? Ich weiß ja, nicht. Ich heiße Abdullah. Und je länger ich hier bin, umso stolzer bin ich darauf. Sarah. Gott bewahre eine Araberin. Du hast gesagt, du heißt Feucht. Du hast uns angelogen. Ja, was erwartest du? So sind die Araber. Die lügen alle. In der einen Hand den Ölzweig und das Messer in der anderen. Ich bin Deutsche. Du bist Araberin. Deutsche mit arabischen Wurzeln. Genau, und die wirst du nicht los. Die wuchern weiter in dir. Die kannst du nicht auslöschen. Niemals. Ach, Araber sein ist jetzt eine Art Krebs. Ach. Ich gehe zum Arzt und der sagt, Sie haben Salam Aleikum und es hat gestreut? Nein, so habe ich das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass der andere Teil in dir, die Araberin, nicht entfernt werden kann. Aber sie ist doch gar keine wirkliche Araberin. Ich bin Araberin. Und lieber als jüdischer Faschist. Du kannst meinen Vater doch nicht mit einem Nazi gleichsetzen. Aber er darf deine Freundin mit einer tödlichen Krankheit vergleichen, ja? Das waren nicht meine Worte. Dieser Vergleich war von dir. Sarah. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Da ist noch eine Sache, die dich vielleicht interessieren wird. Ja, ich glaube schon, mein Bennylein. Was ist das denn? Mossad für Anfänger oder was? Aber das mögt ihr ja unschuldige Leute zu Tätern machen. Und ihr sprengt mit Vorliebe unschuldige Menschen in die Luft. Klar, nur ein bisschen einkaufen, ne? Dieses verlogene Arschloch von Rabbi.
Nein, mein Schatz, nicht der Rabbi ist schuld. Er wurde verführt von dieser... Benny, wie tief bist du eigentlich gesunken, dass du auf sowas Billiges reinfällst? Da war überhaupt nichts. Für so ein Bill Clinton, Monica Lewinsky, nichts. Monica Lewinsky ist wenigstens Jüdin. Ja. Mein Großvater in Kairo, der hatte recht. Euch Israelis, die sollte man alle ins Meer treiben und... Allahu Akbar! Gott bewahr! Hi! Allahu Akbar! Wow! Was, Allahu Akbar? Ich glaube es nicht. Habt ihr gehört, sie wünscht uns allen den Tod? Sie hätte uns in die Luft gesprengt und wäre zur Märtyrerin geworden, wäre ich nicht gewesen. Wir lassen uns davon jetzt nicht die Laune verderben. Ich habe das schließlich nicht zum ersten Mal gehört. Allahu Akbar. Und soll ich euch was sagen? Ich lebe noch. Aber von denen, die es gerufen haben, leben nicht alle. Ich würde gerne den Koffer für Abdullah abholen. Es tut mir leid, der Koffer wurde nicht angenommen. Ja, genau. Ich verstehe. Einen Moment bitte. Setzen Sie sich. Ja, setzen Sie sich. Kann ich mal... Bitte setzen Sie sich. Danke. Sarah. Unsere Sarah ist weg. Wieso weg? Zum Teil auch deine Schuld. Bitte gern geschehen.
Was ist denn jetzt mit meinem Koffer? Bitte, setzen Sie sich wieder hin. Wir rufen Sie dann auf. Bitte, setzen Sie sich wieder hin. Und jetzt kommen wir zum Hauptereignis des heutigen Abends. Die Ehrung eines Soldaten, der über so viele Jahre unserem Staat Israel mit viel Elan und Kampfgeist gedient hat. Ich habe die Ehre, einen großen Soldaten auf die Bühne zu bitten. Ephraim Goldfein. Die sitzt da drüben. Sie will ihren Koffer abholen. Das ist ihr Pass. Siehst du ihren Namen? Abdullah. Ja, genau. Ich führe jetzt eine Sicherheitsüberprüfung durch. Ein deutscher Pass. Name ist Abdullah. Frau Abdullah? Ja. Gut. Sie haben bei der Einreise offenbar eine falsche Adresse hinterlegt. Die letzten Tage haben Sie sich wo aufgehalten? Bei Familie Goldfein. Es ist mir eine große Ehre, die Medaille für hervorragende Dienste, für meinen unermüdlichen Einsatz an unseren Grenzen gegen den unermüdlichen Terrorismus entgegenzunehmen. Das mit dem Koffer war nur ein Missverständnis. Was für ein Missverständnis? Der Vater von meinem Freund hat den Koffer abgelehnt, weil er nicht wusste, dass ich Abdullah heiße. Und dann haben Sie Ihren Pass weggeworfen. Ich habe den Pass nicht weggeworfen. Junge Frau, ein Nachbar hat ihn gefunden und bei Edna Goldfein abgegeben. Wie Sie sehen, wissen wir alles. Es wäre besser für Sie, wenn Sie die Wahrheit sagen. Warum verheimlichen Sie Ihre wahre Identität? Bitte geben Sie mir meinen Koffer wieder. Ich will einfach nur weg aus diesem Land. Bitte. Es tut mir leid, aber das muss überprüft werden. Geben Sie mir bitte eine Telefonnummer von Familie Goldfein. Nein. Dann bekommen Sie Ihren Koffer nicht wieder zurück. Dann fliege ich eben ohne. Hören Sie mal zu, wenn Sie nicht kooperieren, dann werde ich Sie festsetzen. Also geben Sie mir die Nummer, bitte. Mein Vater, der auf ewig in Frieden ruhen möge, war klug, weil er zur rechten Zeit nach Palästina emigrierte. Wurde weggedrückt. Ah, eine Sekunde. Ja. Der Staat Israel ist damals seine Lebensversicherung gewesen. Und das war immer auch die Grundlage, auf der er mich erzogen hat. Weil man den Staat Israel, Die Polizei will mit dir sprechen. Sein Polizei? Leitsatz im Leben war... Sein Leitsatz war, also das, was er immer sagte, sein Motto. Also sein Lebensmotto ist immer gewesen, zuerst schießen wir und erst danach wird verhandelt, wenn es sein muss. Ich meine es natürlich genau andersherum. Er meinte damit also, es kommt darauf an, dass man... Herr Goldfein? Aufrichtet. Ja? Das ist das Stichwort. Okay, also, kann ich irgendwas tun? Licht. Zeigte mir allzeit den Weg. Und er war immer meine Inspiration. Gut, dann geben Sie mir bitte noch mal meine Freundin. Er will mit Ihnen reden. Nein, ich möchte nicht mit ihm sprechen. Sie will nicht mit Ihnen sprechen. Wie, sie will nicht? Und deswegen sage ich sage allen Kämpfern gegen den Frieden, ich meine natürlich für den Frieden. Okay, aber... Wiederhören. Benny. Lasst mich einmal in Ruhe. Kampf für den Frieden, für... Entschuldigung. Es tut mir leid. Warte.
Hör zu, diese Schickse wird dich weichklopfen wollen. Oh, Wille, wir finden schon eine gute Frau für dich. Ich will keine gute Frau, ich will Sarah. Dann gibst du also zu, dass sie keine gute Frau ist. Ich sag dir, Benny, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Sarah hat Probleme mit der Polizei. Naja, aber das geschieht dir nur recht. Was muss sie sich auch als Hütin ausgeben? Das ist mein gesellschaftliches Todesurteil. Der wichtigste Tag meines Lebens, ruiniert. Ich gehe zum Flughafen. Benny, Benny, wenn du jetzt gehst, hast du ein Problem. Ein gewaltiges Problem. Jetzt hört mir doch mal zu. Ja, ich liebe euch. Und ich liebe auch dieses Land. Jedenfalls manchmal. Aber ich gehöre zu Sarah. Und ich lasse nicht zu, dass mich dieser verdammte Wahnsinn auch noch von ihr wegbringt. Blut ist immer noch dicker als Wasser, Benny. Ich weiß schon, warum du sie nicht verlässt. Es ist wegen dem Baby, nicht wahr? Baby? Hat Sarah dir etwa gar nicht erzählt, dass sie schwanger ist? Ich habe den Test zufällig gefunden im Badezimmer. Nein, der war von mir. Oh, Gott sei Dank. Dann ist es ja noch einfacher für dich, sie zu vergessen. Nein, mein Schatz, das kann nicht sein. Doch, Liebling, es ist so. Ich bin sterilisiert. Hm. Was? Arschloch. Raffi, du mieses Arschloch. Raffi, Raffi. Lass ihn in Ruhe. Raffi. Ich sag dir, ich mach dich fertig, du Schwein. Ich hab's ja immer gesagt. Diese Reformrabbiner sind zu nichts zu gebrauchen. Und du hast verdient. Ich hab nichts mit Sarah gehabt. Ich hab die Fotos gesehen, du hast mit ihr geknutscht. Aber... Ich sag doch, ich hatte nichts mit Sarah. Ich hab sie getröstet, weil sie als arabische Hure beschimpft wurde. Was regt sie sich auf? Ist doch wahr. Ja, Gott. Benny, sei mannhaft. Vergiss diese Frau. Lass sie sie doch einsperren. Na und? Jetzt komm zur Vernunft, Benny. Weißt du was? Ich dachte, wir beide könnten uns verstehen. Aber jetzt weiß ich, dass du nur nett zu mir warst, weil du dachtest, dass du ein Enkelkind bekommst. Dafür hättest du die Schicksal akzeptiert. Aber ich will in keinem Land leben, in dem ich nicht frei entscheiden darf, mit wem ich zusammen sein will. Aber Benny, wir Juden können uns nur auf Juden verlassen. Und ein Jude ist nur, wer ein Jude ist. Aber ist jemand ein Nicht-Jude, dann... wird er auch für immer ein Nicht-Jude sein, oder? Ein Goy, eine Schickse, oder wie wir ihn nennen. Aber du sprichst ja. Ein Wunder ist geschehen. Bestimmt, weil die Araberin weg ist. Sarah ist aber Deutsche. Das ist ja schon schlimm genug. Genau wie ich. Jetzt ist sie völlig verrückt. Nein. Dieses Theater hat ein Ende. Wie ihr wisst, habe ich euren Vater damals in Berlin kennengelernt. Aber die Geschichte war ein bisschen anders, als wir sie euch erzählt haben. Paul war ein Freund meiner Familie. Aber zu der Zeit war ich keine Jüdin. Was? Was? Ich gehe gleich morgen früh mit dir zum Arzt. Morgen früh? Wir gehen sofort zum Arzt. Es geht mir sehr gut, vielen Dank. Ja, ich habe euch was vorgespielt. Ich war die Stumme, weil ich sonst nicht überleben konnte in diesem Irrenhaus. Wie soll man auch überleben in einem Land, in dem sich zwei Brüdervölker mit allen Mitteln bekämpfen? Wo sogar schon die Kinder glauben, sie hätten von Gott das Recht erhalten, in diesem Wahnsinn mitzumischen. Euer Vater wurde von meinen Eltern versteckt. Und zwar in unserer Wohnung während des ganzen Krieges. In dieser Zeit haben wir uns verliebt. Wir hatten beschlossen, nach dem Krieg zu heiraten und dann nach Israel zu gehen. Ein guter Freund eures Vaters, ein angesehener Rabbi, hat mir die notwendigen Papiere zur Konvertierung ausgestellt. Aber diese Papiere haben nicht den geringsten Wert. Die Papiere sind gefälscht. Eine Lüge. Du warst nie ein Jude, Ephraim. Und du, Edna, du bist eine Schickse. Was? Um Himmels Willen. Benny, wo gehst du hin? Ich hol mir meine Sarah zurück. Eine Liebe gegen alle Widerstände. Genau wie wir damals, mein Paul und ich. Ich kann dich verstehen. Ist das dein Ernst, Benny? Mehr denn je. Mehr denn je. Ich werde ihn fahren. Dann geh.
Ui. Ui, Ui. Ui. Sarah! Sarah, bitte hör mir nur kurz zu. Es tut mir alles so leid. Wirklich, alles. Ich weiß, ich habe dich allein gelassen. Ich hab mich irgendwie verloren und uns verloren. Abdullah oder Goldfein, Jude sein oder Araber oder Deutscher, das bedeutet doch alles gar nichts. Aber du bedeutest mir alles. Weil ich dich liebe. Weißt du, Sarah, in diesem Land versuchen Juden und Araber seit über 60 Jahren zusammenzukommen. Weißt du, wenn wir das nicht schaffen, wer dann? Du meinst also, wir sollten wieder an den Verhandlungstisch? Ja. Meinst du, eine bilaterale Annäherung wäre möglich? Wie könnte die aussehen? Wie es aussieht, sind Benny und seine Mutter die einzigen Juden, die noch übrig geblieben sind. Und da nichts, also wirklich nichts, noch so ist, wie es vor ein paar Tagen den Anschein hatte, warum sollten wir nicht einen Waffenstillstand erklären? Einverstanden. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, einiges. Benny. Danke, Papa. Hm?